Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich zeige jetzt in diesem Video so ein bisschen, ich nenne das mal Schnickschnack, weil das sind so ganz spezielle Sachen, aber ganz speziell auf Anfänger gemünzt. Also ich erkläre das ganz ausführlich und ganz in Ruhe und so gut ich kann. Und da geht es so um diese ganzen, ich sag mal so Schnickschnack meine ich, nicht so die Sachen, die man machen muss. Man muss natürlich gar nichts, ihr wisst, wie ich das meine, sondern so mehr so diese Schnickschnack-Sachen. Damit meine ich zum Beispiel Highlighter, muss man ja nicht, aber kann man, und oder Glitzer auf dem Auge oder so, oder zum Beispiel die Nase konturieren oder überhaupt vielleicht Kontur. Das möchte ich noch mal so ganz ausführlich für die Anfänger erklären oder beschreiben oder vorführen oder wie auch immer. Und natürlich immer von Freundin zu Freundin. Ich mache zwei Videos. Ein Video kommt demnächst. Das zeige ich dann Sonntag. Das ist so ein Video, da geht es so um die Basis, um die Sachen, die man ja so machen müsste. Also wie gesagt, gibt es überhaupt gar nicht, sondern nur so meine Tipps halt, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Und heute geht es so um das Schnickschnack. Also eigentlich hätte das umgekehrt sein müssen, aber aus, ich habe halt gedacht, Sonntag habt ihr eventuell mehr Zeit als Freitag. Nun wusste ich auch nicht so genau, was soll ich zuerst zeigen. Und ich praktisch heute ist der zweite Teil und Sonntag kommt dann der erste Teil, der Hauptteil. Und das ist hier nochmal so ein Video, was so ein bisschen daran anknüpft und eventuell nicht für jeden, weil ich kann mir vorstellen, dass da nicht jeder so vielleicht das wissen möchte oder das nicht für jeden so ist mit Highlighter und so weiter. So, ja, dann fangen wir mal an. Ich zeige euch jetzt mal was man machen kann mit dem Concealer, wenn man eventuell auch im Sommer ein bisschen vorgebräunt ist oder man möchte so richtig, richtig toll aussehen und man sagt so, heute gebe ich alles. Heute ist der Tag, wo ich am schönsten von allen Tagen aussehen möchte. Und dann kann man mit dem Concealer auch ein klein bisschen das Gesicht jünger wirken lassen. Muss man aber gucken, ob man das auch im Alltag umsetzen möchte. Kommt immer darauf an. Das ist ein schöner, saftiger Concealer. Der ist ja auch sehr pflegend. Und wenn man jetzt so ein trockenes Produkt nehmen würde, das würde nicht gehen. Und jetzt zeige ich euch mal, was man damit machen kann. Also, ich mache ihn auf. Und dann dreht man hier immer an dem Nabla Concealer. Ihr nehmt natürlich den Concealer, den ihr zu Hause habt. Vielleicht möchtet ihr das ja auch einfach nur einmal ausprobieren und mal testen, wie das überhaupt aussieht. Ihr braucht gleich dafür auch noch einen feuchten Beauty-Schwamm. Den habe ich nur mit Wasser so ein bisschen angefeuchtet. Eben nochmal so ein bisschen meine Foundation eingearbeitet, damit sie so ein bisschen besser aussieht. Ja, und jetzt habe ich diesen Concealer zur Hand und der ist sehr hell. Und man macht ja nicht nur hier die Augenschatten, das muss ich auch noch machen, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und eigentlich macht man ja hier nur so für den Alltag so ein bisschen diesen kleinen Schatten, den man da verstecken möchte. Aber jetzt wird es halt speziell. Man kann diesen Concealer auch so hochziehen. Also immer Richtung Himmel, weil man ja das Gesicht so ein bisschen liften möchte. Dann an der Augenbraue ist ja hier auch praktisch so ein, ich sag mal so ein höherer Punkt. Den kann man auch noch mal so ein bisschen hochziehen. Und dann, um jetzt, also wenn ich jetzt euch mal so ganz ernst angucke, ist es ja so, wenn man älter wird, dass es so ein bisschen runter geht. Ne? Hier mache ich ja nachher auch Kontur. Ich wusste, dass mich der Pony nervt. Ich habe nämlich gerade die Haare gewaschen und ich habe mir schon eine Spange hier hingelegt. Gucken, wie ich dann aussehe. So. So ist besser. So, und wenn man, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal, so, wenn man so ernst guckt, so, dann kann das so ein bisschen runtergehen. Und um das so ein bisschen optisch, ich sag mal, zu verbessern, kann man jetzt den Concealer auch noch mal so als Highlighter nehmen. So, pass auf, ich mache das jetzt einmal. Und zwar fängt man praktisch hier an. Hier fängt man an. Und dann zieht man das hier hoch. Man muss sich jetzt ungefähr so im Kopf vorstellen, dass man ja hier nachher den Bronzer hat, hier das Rouge, hier eventuell den Highlighter und das Helle, weil hier soll es ja dunkel aussehen. Das Helle müsste also hier landen. Hier müsst ihr ungefähr landen. Ich sag mal hier so am Haaransatz. Und dann kann man entweder so rummalen oder ich mache es immer so.
wenn ich euch jetzt so angucke, wirkt das alles so ein bisschen geliftet. Natürlich muss man das jetzt so ein bisschen durchsichtig machen. Ich mache mal ein bisschen mehr, damit man es noch deutlicher sieht. Also hier hoch, hier hoch, hier hoch und hier natürlich immer. Aber das gehört ja auch zur Basis und hier auch immer. Aber das sind jetzt hier so, das ist das Schnickschnack. Das ist so das Extra. Hier würde ich es nicht machen. Hier kommt nachher Kontur. So, um das jetzt so ein bisschen, ich sag mal, durchsichtig ist. Man soll es ja nur erahnen. Man soll es ja auf gar keinen Fall sehen, wenn ihr rausgeht. Entweder, wo ist er? Mit einem Foundation-Pinsel, ich sag mal, durchsichtig machen. Nehmt ihr einfach den Foundation-Pinsel, den ihr davor auch benutzt habt, und guckt mal, jetzt ist es nur so ein Ahnen. Ne? Wenn man das nicht weiß, achtet man da gar nicht drauf. Aber es ist halt so ein bisschen besser geformt. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, wenn ihr nicht wollt. Aber hier und hier ist das sehr vorteilhaft. So, ich mache jetzt mit dem Foundation-Pinsel einfach so ein bisschen. Ganz vorsichtig, man soll natürlich nicht alles jetzt total wegwischen, dass man gar nichts mehr sieht, sondern einfach so ganz vorsichtig, vielleicht so ein bisschen tupfen. Ja, ich würde tupfen. Ich glaube, so ist es am besten erklärt. Guck mal, und so sieht man es dann gar nicht mehr. Auch hier so ein bisschen, dass man praktisch so diesen Mundwinkel, der so ein bisschen nach unten zeigt, dass man das einfach alles so ein bisschen hochholt. So ein bisschen wegtupfen. Müsst ihr mal gucken, welche Technik ihr da am besten findet. Und auf jeden Fall würde ich auch noch mal mit dem Schwämmchen rübergehen. Mit einem schönen angefeuchteten Schwämmchen. Und das Wichtigste ist eigentlich hier diese Falte, dass ihr da nicht so drinne landet. Ne? Immer wieder mit dem feuchten Schwämmchen rüber. Und dann, wenn das ein guter Concealer ist und eine gute Foundation, dann rutscht das da auch nicht rein. Ihr müsst das nicht unbedingt abpudern, aber wenn ihr möchtet, dass das ganz lange hält, den ganzen Abend oder den ganzen Tag, dann ist das besser, wenn man das einmal abpudert. Mit dem Concealer, ich lasse das jetzt mal nur auf der Seite, das ist natürlich sehr, sehr speziell. Da müsst ihr wirklich schauen, ob das überhaupt bei euch geht oder nicht, oder ob ihr das total doof findet und sagt, ich spinnt, das mache ich nicht. Das kann man auch nur mal einen Abend machen oder so, wenn man so ganz besonders hübsch aussehen möchte. So, es geht weiter mit Kontur, wenn man das möchte. Ist ja auch Schnickschnack, darf ich ja. So, wenn man jetzt, also ich rede mal von der Nase, weil diese Kontur kommt in dem anderen Video. Und speziell jetzt nochmal Nasenkontur, wenn man das machen möchte, da müsst ihr natürlich dann am besten einen Konturton haben. Ich habe ja immer mein Hamster-Bagley, weil ich damit am besten klarkomme. Man kann das auch mit einem Konturton machen. Natürlich gibt es das von NYX, gibt es was von Trended Up. Ich glaube, viele Firmen haben so spezielle Konturpaletten. Aber es soll nicht um das Produkt an sich gehen, sondern nur um die Technik. Ich habe mir mal so einen Pinsel besorgt, der ist von Real Technique. Ich werde den noch mal suchen und im Video verlinken, weil der echt so toll ist. Es gibt auch noch andere Pinsel, die sind auch so länglich, aber also speziell für die Nase finde ich den hier wirklich am besten. Ihr seht, ich benutze den sehr gerne und sehr oft. Und wenn man mich jetzt so anschaut, ich finde immer meine Nase so weit ganz in Ordnung. Aber für Fotos sieht das immer schöner aus, wenn ich die dann doch so ein bisschen konturiere. Und da mache ich eigentlich gar nicht so viel. Das Einzigste, was ich mache, ist, ich setze mir hier einen Schatten und hier einen Schatten. Nun kommt es natürlich auf eure Nase drauf an. Wenn ihr eine etwas größere Nase habt, dann möchtet ihr sie vielleicht nicht so gerne betonen. Und mit einem Schatten kann man so ein bisschen, ich sag mal so, Makel malen, wegzaubern, wegretuschieren. Das ist einfach nur ein Schattenton und mit einem Schatten setzt man was nach hinten. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise so eine zu lange Nase habt, könnt ihr euch natürlich nicht die ganze Nase braun malen. Das sieht man dann wahrscheinlich schon. Aber ihr könnt versuchen, so ein klein bisschen Schatten vielleicht hier unten zu setzen oder sie einfach so ein klein bisschen feiner zu zeichnen. Am besten, ihr testet das mal aus. Das habe ich auch gemacht. Ich wollte mir zum Beispiel mal so eine Stupsnase zaubern, sodass die so hoch geht. Und da muss man. Da macht man sich hier einen Strich und setzt sich praktisch hier auch noch so einen Strich rüber. Und das geht bei mir nicht, weil ich nicht so eine feine Nase habe. Das sieht ganz komisch aus, weil genau da, wo der Strich sein
müsste. Genau da habe ich offene Poren, also von früher. Das ist so Narbengewebe und das geht einfach nicht. Ich brauche da immer Puder. Und das ist schon was, was ich nicht machen kann. Aber ich kann auf jeden Fall mir hier so ein klein bisschen die Nase feiner zaubern. Und ihr seht gleich den Unterschied. Ich nehme jetzt einmal diesen Pinsel und auch einen Konturton. Wie gesagt, geht nicht um die Produkte, es geht einfach nur um die Technik und was man machen kann. So, jetzt gucke ich so in den Spiegel und der Lichtpunkt ist ja hier. Ich kann das auch noch mal verdeutlichen mit einem Concealer. Man kann sowieso auch sowieso einen Concealer benutzen, aber das mache ich eigentlich ganz, ganz selten. Also hier sollte es hell bleiben bei der Nase und ich male zum Beispiel nicht meine Nase bis ganz zum Schluss, sondern ich höre immer hier auf, um sie jetzt hier auch optisch einfach so ein bisschen zu verkürzen. Also wenn ihr eine kürzere Nase haben wollt, dann würde ich mit dem Concealer nicht bis zur Spitze gehen, sondern einfach vorher aufholen. Weil, guck mal, jetzt fällt nur das hier auf, dieser helle Ton. Und das kann man auch mit Concealer machen. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das jetzt entweder mit einem Concealer macht und das dann so ein bisschen abtupft. Oder ihr macht das nachher mit einem Highlighter. Das zeige ich aber gleich auch noch. Da müsst ihr so ein bisschen gucken, was mögt ihr lieber. Mögt oder beides geht natürlich auch. Doppelt ist immer besser. Ne? Aber wie gesagt, wenn die Nase zu lang ist, dann würde ich nur ganz kurz malen, nicht das hier noch betonen und schon gar nicht mit Highlighter betonen. Wenn man das aber möchte, wenn man jetzt sagt so, nein, ich möchte das gerne, ich möchte eine elegante, lange Nase haben, dann kann man das hier auch noch so ein bisschen mit Highlighter unterstreichen. Das geht dann aber nach vorne. Ne? Das sieht dann so ein bisschen, also das sticht nach vorne. Ich sage immer Mickey Maus Nase. Aber es ist natürlich nur Spaß. Ich mag es lieber so ein bisschen matter. Also ich mag so dieses Stupsnasige. So, den Strich habe ich jetzt halt einmal gemacht, weil man es machen kann. Und zweitens, um euch das auch zu zeigen, es gibt auch Leute, es gibt so Hacks bei TikTok, die machen das so und dann malen sie sich die Kontur. Das brauche ich aber nicht, weil ich das so Kopf mache und zwar nehme ich mir praktisch diese Linie da oben und dann gehe ich hier runter. Ich male mir auch nicht, guck mal, so mache ich das ganz bisschen und man soll das auf gar keinen Fall sehen. Das ist ganz doof, wenn man das sieht, ne? Also das ist ja auch peinlich, wenn man dann da so rumläuft mit so einem Strich auf der Nase und jeder sieht, ach guck mal, was hat sie denn da gemacht, ne? Das soll man ja nicht. So, jetzt habe ich also hier praktisch so ganz dünn so ein bisschen die Kontur gemalt. Ich male auch nicht hier diese Knolle da vorne, die wird auch nicht angemalt, weil das sieht komisch aus. Das habe ich schon ganz oft versucht und das sieht immer doof aus. Und dann mache ich mir das immer wieder ab. Also die Knolle, die lasse ich einfach, die wird abgepudert und dann ist gut. So, und mit einigen Sachen muss man halt auch leben. Und dann streiche ich das einfach nach unten hin aus, dass das praktisch durchsichtig wird. Mach das mal. So, jetzt habe ich mir hier praktisch einen Schatten, ich sag mal, gezaubert. Wenn das jetzt für euch zu dunkel ist und ihr sagt so, oh nee, das sieht man, das sieht doof aus, kann man immer auch noch mal mit dem Beauty-Schwamm rüber. Ich mache jetzt auch mal den weißen Strich weg. So, dann drehe ich ein bisschen den Schwamm und dann drücke ich mir das hier auch noch mal so ein bisschen rein. So, und dann ist eine Hälfte schon mal gemacht und jetzt ist es schon so, dass man einen Schattenton hat und keiner kommt da drauf. Ihr seht das jetzt, weil ihr das wisst, aber ihr könnt mir glauben, so einen Schattenton, den ahnt man nur, aber da kommt keiner drauf. Wenn das keiner weiß, sieht das keiner. Ich wurde noch nie darauf angesprochen, also braucht ihr keine Angst zu haben. Und wenn man das dann auf der anderen Seite auch macht, also praktisch hier einen Schatten, dadurch wird die Nase einfach so ein bisschen eleganter. Ich habe sie mir jetzt nicht kleiner geformt, sondern ich habe mir hier einfach nur so einen Schatten gesetzt und dadurch wirkt sie oben ein bisschen schmaler. Das ist das, was man dann halt mit Kontur machen kann. Man kann also, oder ich sag mal so, wir Laien, wir sind ja keine Make-up-Artisten, wir können natürlich immer nur so ein bisschen zaubern. Also ich habe ja Videos gesehen, oh, da machen die ja wahnsinnige Sachen mit Kontur. Das würde ich mir jetzt gar nicht zutrauen. Also ich möchte immer noch einkaufen gehen. Ich möchte immer, dass man es nicht so sieht. Ich möchte mich immer auch noch sicher fühlen und ich kenne da auch meine Grenzen. Also übertreiben kann ich auch nicht, dann sieht es komisch aus. Ja, das hier kennt ihr ja schon, dass man das macht. Das zeige ich ja in sehr vielen Videos und immer wieder und darauf gehe ich auch noch mal in dem anderen Video dann ganz genau ein.
So, neues Thema, nämlich der Highlighter. Ja, davon habt ihr sicherlich auch schon gehört und ich weiß natürlich nicht, ob ihr etwas älter seid oder jünger seid. Die Jüngeren trauen sich das ja eher als die Älteren und dieses Video soll natürlich so ein bisschen auch den etwas älteren Ladies auch so ein bisschen Mut machen, einfach auch mal was Neues auszuprobieren oder einfach auch vielleicht eine andere Technik anzuwenden, die dann vielleicht eher euch anspricht. Und die zeige ich euch jetzt. Man kann den Highlighter auch als erstes auftragen und das zeige ich euch einmal im Vergleich. Ich werde hier einmal zuerst den Highlighter auftragen, dann Bronzer und dann Rouge und auf der Seite mache ich das mal so, wie das meistens gezeigt wird, nämlich erst der Bronzer, dann, nee, genau, erst der Bronzer, dann das Rouge und ganz zum Schluss den Highlighter und dann könnt ihr mal schauen im Vergleich, was euch vielleicht besser gefällt. Das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen, falls ihr euch das nicht traut oder ihr sagt, Highlighter ist mir zu speziell, mag ich nicht so gerne. Ich mag das nicht, wenn man so den Strich sieht. Mit dieser Variante ist es halt so, dass ihr es ahnt, aber es sieht keiner so ganz genau. Und das zeige ich euch mal. Also ich nehme, wie gesagt, geht nicht um die Produkte. Ich nehme den Nabla. Ich kann euch aber natürlich gerne reinschreiben in die Beschreibung, welche Produkte ich nehme, falls ihr sagt, boah, das will ich auch haben. Das ist natürlich, das mache ich natürlich gerne. Jetzt gucke ich kurz, welchen Highlighter ich nehme. Na, da ist der Pinsel noch nass, das ist immer doof. So, ich nehme jetzt mal diesen Pinsel hier, weil ich denke, damit kann man so schön, schön Balken schminken. Also, ich nehme jetzt hier diesen Highlighter. Ich nehme ordentlich viel. Also, das ist halt nicht schlimm bei dem Nabla, der geht immer. So, Highlighter ist ja praktisch ein Lichtpunkt, der zeigt ja so ein bisschen Licht und der sollte immer hier so auf dem Wangenknochen sein. Ich muss immer aufpassen mit meinen Lachfältchen, dass die nicht so betont werden. Das mag ich immer nicht so gerne. Am besten immer, ich mache so und dann weiß ich genau, ah, hier unter kann der Highlighter. So, jetzt male ich mir hier den Highlighter drauf. Ist der drauf? Ja. Der ist natürlich immer sehr subtil, den ahnt man immer nur, weil das halt so ein schöner Highlighter ist. So, also hier ist jetzt der Highlighter drauf, hier. Hier mache ich ihn zum Schluss. Jetzt kommt der Bronzer. Hier, dann nehme ich mal meinen Bronzerpinsel. Nehme ich auch den Nabla, das ist der Dune. Ich erwähne das nur mal so nebenbei, falls euch das interessiert. So, und jetzt gehe ich einfach mit dem Bronzer. Ich tue so, als wenn ich gar keinen Highlighter aufgetragen habe und mache meinen Bronzer ganz normal rauf. Ich bleibe immer hier oben. Ich versuche nie so weit runter zu rutschen, um das Auge so ein bisschen, Auge, klar, um das Gesicht so ein bisschen zu liften. So, und jetzt mache ich mir hier ganz normal einfach den Bronzer rauf, so ein bisschen in kreisenden Bewegungen. Lass das ein bisschen nach vorne hin ausblenden und mach mal gar nichts. Und trage mal hier auch meinen Bronzer auf, so in kreisenden Bewegungen und fertig. Und hier mache ich das nicht, da habe ich ja immer Kontur und fertig. So, hier mache ich das dann auch. Und Rouge setze ich ja immer gerne hier vorne. Und gehe dann auch so ein bisschen hoch natürlich und gehe praktisch ja die ganze Zeit auch immer so über diesen Highlighter rüber. Und jetzt nehme ich den Highlighter und mache mir den jetzt hier rüber. Hier ist er ja schon drauf, darunter versteckt. Und hier mache ich ihn mir jetzt oben rauf. Mache ich auch wieder so. Das ist natürlich Geschmackssache und das ist einfach nur eine Idee, wie man es machen könnte. Das ist, entscheidet gerne selber, welche Seite ihr schöner findet. Ich finde diese Seite unheimlich schön für, ich sag mal so, für ältere Haut, weil das nicht ganz so krass ist. Das ist so ein bisschen, ja, so subtiler, das fällt nicht so auf. Das ist so nicht so übertrieben. Hier ist es natürlich. Sieht auch schön aus, weil es halt auch ein toller Highlighter ist, finde ich. Also es gibt ja auch Highlighter, die sehen ganz komisch aus. Der sieht aber schön aus. Der ist ja eh so ein, ist eine tolle goldige Farbe. Das passt auch zu meinem Gesicht. Aber es ist schon auch präsenter. Ne? Also es ist präsenter. Man macht, wenn man so lacht und man hat die Fältchen so ein bisschen unterstrichen, es fällt mehr auf.
Das ist natürlich Geschmackssache. Ich mag das ein bisschen lieber als das hier. Aber diese Variante mache ich auch, weil ich euch ja auch Highlighter zeige in meinen Videos. Also ein gut gemeinter Tipp, wie man es auch machen könnte. Ja, ganz zum Schluss Thema Nase nochmal und Kontur. Da habe ich ja immer meinen Schmetterlingspinsel und dann gehe ich immer nochmal hier rauf. Und das wisst ihr, das mache ich am fast jedem Video. Immer meine Nase noch mal so ein bisschen, ich sag mal, betonen, betonen. Das passt jetzt natürlich hier zu dem ganzen, zu der ganzen Nasenkontur. Das unterstreicht noch mal so ein bisschen. Und wenn ich jetzt meine Nase da anmalen würde, dann würde sie natürlich so ein bisschen noch höher, gucken. Also das unterstreicht einfach nur noch mal so ein bisschen das Elegante und das wirkt unheimlich schön auf Fotos. Und wenn ich das nicht mache, fehlt mir das. Ich habe mir das total angewöhnt und finde das wunderschön. Und wenn man möchte, kann man sich auch so ein bisschen das Lippenherz mit Highlighter betonen. Moment. Dann kommt das so ein bisschen weiter nach vorne, ne? Viele machen das auch hier unten nochmal. Das kann man auch machen. Man kann auch das Kinn, wenn ihr jetzt ein Kinn habt, was vielleicht so ein bisschen nach hinten guckt und ihr sagt so, ich möchte gerne so ein Kinn haben, was präsent ist, was nach vorne kommt. Das darf nach vorne. Dann könnt ihr auch das Kinn so ein bisschen hier mit Highlighter anmalen oder betonen. Einfach dann habt ihr hier so einen Glanzpunkt und dann wirkt es einfach, als wenn es so ein bisschen weiter nach vorne kommt. Oder ihr habt so ein krasses Kinn, das so richtig doll nach vorne und ihr sagt, das möchte ich nicht. Ich möchte das so ein bisschen kleiner zaubern. Dann könnt ihr das halt mit diesem Schattenton, wie auf der Nase, könnt ihr das Kinn so ein bisschen wegretuschieren. Und das, was ihr nach vorne holen möchtet, macht ihr dann halt mit Highlighter. Das ist wie ein Maler, der sein Bild malt. Hell kommt nach vorne, dunkel geht nach hinten. Und so kann man halt sein Gesicht so ein klein bisschen, ganz vorsichtig, ein bisschen für den Betrachter vorteilhafter schminken. So, jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich das jetzt mit den Augenbrauen nochmal zeige oder nicht. Ich mache das jetzt einfach nochmal, weil ich nicht so genau weiß, wer mein Augenbrauen-Video geschaut hat. Ich zeige jetzt nochmal so ein paar Augenbrauen. Sachen, Sachen, die, wie man sich die Augenbrauen auch nochmal, wenn man es jetzt nicht so schnell haben will, sondern wenn man das jetzt so ganz ausführlich machen will, dass es da nochmal mit, auch nochmal mit Concealer und so nochmal so ein paar Tricks gibt. Wer das nicht mehr sehen kann, wer das schon tausendmal gesehen hat bei mir, der kann dann so ein bisschen nach vorne spulen. Ich zeige es einfach nur nochmal für die Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben bei mir oder das einfach zu gerne sehen. Ja. Also, ich zeige nochmal die Augenbrauen. Ich nehme für meine Augenbrauen am allerliebsten so einen ganz, ganz feinen Pinsel. Den gibt es von allen möglichen Firmen. Also eigentlich habe ich ja, eigentlich schneide ich meine Augenbrauen. Ich kämme die immer nach oben und die Haare, die zu lang sind, die schneide ich einfach mit der Schere ab. Dann lege ich sie mir wieder so hin. Trotzdem sind sie immer so ein bisschen kruselig und wenn man genau hinguckt, dann sehen sie so ein bisschen ungleichmäßig aus. Ist so geworden. Ein paar fliegen raus, ein paar bleiben noch drin und sieht es komisch aus. So, ich nehme jetzt diesen ganz präzisen Pinsel und male als allererstes hier einen geraden Strich. Dann male ich mir hier oben einen geraden Strich, sodass es nicht mehr so ruppelig aussieht, sondern dass es schön fein aussieht. Dann mache ich mir hier vorne auch einen Strich. Und dann male ich die ganze Augenbraue aus. Es geht los. Jetzt. Ich bin fertig. Vorher, nachher. Sieht man ja fast gar nicht, wo vorher und wo nachher ist. So, das ist jetzt natürlich sehr präsent und so würde ich jetzt auch nicht loslaufen. Das ist noch nicht fertig. Das male ich mir jetzt einfach noch mal so ein bisschen an, sodass es so richtig schön voll aussieht und macht schon gleich 10 Jahre jünger, ne? So, dann mache ich die andere Seite von dem Stift auf oder hole mir eine Bürste, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Und dann mache ich so ein bisschen so. Das heißt, jetzt
wird es ein bisschen natürlicher. So, sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Jetzt hole ich mir ein Bürstchen mit Farbe dran. Das sind so eine, wie nennen die sich eigentlich? Ich glaube Mascara, ja, Brow Mascara. Gibt es in der Drogerie, gibt es überall von allen möglichen Firmen. Und da muss man halt nur eine gute Farbe finden. Ob das jetzt eine gute Farbe hier ist, weiß ich nicht. Das ist das erste Produkt, was ich gekauft habe, aber ich zeige euch das mal. Ich glaube, das geht. So, mit dieser Bürste male ich dann noch mal darüber. Das heißt, mit dieser Bürste kann man die Augenbrauen noch mal so ein bisschen formen. Und das bleibt dann auch so, weil es ja halt ein Mascara ist. Hier noch mal rüber. Das hat noch so ein bisschen Farbe und gleichzeitig formt es die Augenbrauen. Das heißt, wenn man dann ein zu langes Haar hat, was absteht oder so, damit sieht das einfach noch mal viel, viel ordentlicher aus. So. Immer noch nicht fertig. Jetzt gehe ich noch mal mit dem Bürstchen darüber, aber nicht so oft, sondern nur einmal, weil ich ja nicht die ganze Farbe da wieder wegnehmen will, sondern einfach nur so vom Gefühl her, dass ich sage, so kann es bleiben. Genau, jetzt sieht das ja alles schon so richtig schön geformt aus. Es sieht ein bisschen natürlicher aus. Es bleibt so auch den ganzen Tag. So, und jetzt kommt Trick 47b. Da braucht man jetzt nicht so einen super geschmeidigen Concealer, aber ich habe ihn gerade hier, deswegen nehme ich ihn. Da kann man sich auch so ein bisschen Produkt so auf die Hand drauf machen, man braucht nicht so viel. Und jetzt ist eigentlich fast das Wichtigste der Pinsel. Jetzt braucht man so einen Pinsel, ich nehme den von Make-up Coach, so einen flachen, etwas runder. Man braucht jetzt die Spitze. Und wenn ich euch jetzt gleich zeige, was man damit machen muss, dann wisst ihr eventuell. Also zum Beispiel, dieser Pinsel würde überhaupt gar nicht gehen. Dieser Pinsel würde auch gar nicht gehen. Man braucht so einen, der würde eventuell gehen. Aber so einer hier, der, den ihr vielleicht noch gar nicht beachtet habt oder den ihr hierfür nehmt, den könnt ihr jetzt dafür wunderbar nehmen. Also ich tauche jetzt praktisch nur mit der Spitze so ein bisschen in den Concealer ein, sodass ich hier so ein bisschen Concealer habe. Und jetzt brauche ich, weil ich ja fast blind bin, einen Vergrößerungsspiegel. Und jetzt male ich um die Augenbraue herum. Ob ich das hier zuerst unten mache oder oben, ist egal. Einfach nur einmal um die Augenbraue herum malen. Seht ihr das? Ich lasse das jetzt mal so, damit ihr das seht, was das auch für ein Unterschied ist, ne, zu dem Auge vorher. Und sieht schon viel schöner aus, aber es ist immer noch nicht fertig. Jetzt müsst ihr den Concealer entweder mit der Wärme eures Fingers, das dürft ihr aber nur machen, wenn ihr alleine seid, weil sonst gibt es Missverständnisse. Ihr könnt das aber auch mit einem feuchten Beauty-Schwamm machen, einfach darüber, das geht, ne? Ich mache das. Und jetzt bin ich fertig mit meiner Augenbraue. Ja, ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht zu sehr genervt. Ich hoffe natürlich, dass das einige vielleicht noch nicht gesehen haben bei mir oder noch so gar nicht kannten. Dann habe ich eventuell weitergeholfen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und das mache ich ganz oft für Fotos oder wenn ich so richtig schön aussehen will oder wenn ich so richtig viel Zeit habe. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil das Ergebnis halt so schön ist, ne? Das hier sieht doof aus. Und das sieht schön aus. So, jetzt geht es um die Augen und zwar um Glitzer auf den Augen. Es gibt ja in allen möglichen Paletten sowas hier, also so richtige krasse Glitzer. Und nun weiß ich gar nicht, ob ihr euch das traut. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich hatte schon mal Glitzer im Auge. Ich rate euch ja dann immer, wenn ihr so einen Glitzer benutzen möchtet, dass ihr von NYX diesen Glitterfesthalter benutzt. Das Produkt habe ich euch auch schon mehrmals gezeigt. Ja. So, nun gibt es für mich eine, ich sag mal, bessere Variante. Erstmal sowieso Make-up Coach, großes Kino, das geht wunderbar aufs Auge. Das kennt ihr, wenn ihr Make-up Coach-Fans seid. Ansonsten gerne meine Make-up Coach-Videos schauen, wenn ihr möchtet. Da zeige ich das. Großes Kino heißt das. Das ist ich sag mal, so Pigment. Das gibt es, glaube ich, auch von MAC. Das kann man sich aufs Auge machen. Das bleibt auch auf dem Auge drauf. Da braucht man keine Angst zu haben. So, nun gibt es aber halt auch das hier in vielen Paletten und ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich mache es immer nicht so gerne.
Meine Lieblingsvariante ist jetzt, wenn man Glitzer und falls ihr mich fragt, auf jeden Fall kann man Ü40, Ü50, Ü60 immer Glitzer auf dem Auge tragen, weil so ein Schimmer, wenn es schimmert, dann ist es problematisch. Aber wenn es glitzert, wenn es so ein richtiges Glitzerchen ist, dann lenkt das einfach ab von den Falten. Das sieht. Ich habe aber für mich eine ganz, also ein tolles Produkt gefunden, wo ich sage, so, das ist für mich eine gute Alternative. Das bleibt den ganzen Tag auf dem Auge drauf. Das ist nicht so mega übertrieben glitzerig, sondern das ist so auch mal so für den Alltag. Und das sind hier diese Danessa Myrix Produkte. Ich weiß nicht, die werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Ich würde sie auch nicht kennen, wenn ich nicht so eine tolle Freundin hätte oder wenn es sie nicht bei Purish geben würde. Das ist ein cremiges Produkt. Das ist in der Tube. Die Tuben, die sind nicht ganz günstig, die halten aber locker 10 Jahre, obwohl so lange darf man sie ja nicht benutzen. Aber ich finde die einfach toll. Man kann natürlich auch bei L'Oreal gibt es ja auch so einen Creme-Lidschatten, den kann man auch aufs Auge machen. Aber ich möchte euch einfach mal diese Produkte zeigen, weil ich die so wahnsinnig toll finde. Weil die noch besser sind als diese L'Oreal und Maybelline Töpfchen, weil die so wunderschön aussehen. Ich mache die jetzt mal erstmal auf der Hand, um euch das überhaupt zu zeigen, dieses Produkt. Ich mache das mal hier rauf. Und wie gesagt, es soll ja jetzt eigentlich gar nicht um die Produkte gehen, aber da kann ich das halt nicht vermeiden, dass ich euch das Produkt zeige. So. Das kann man auf dem beweglichen Lid wunderbar auftragen. Das sieht wunderschön aus. Das Schöne ist halt hier, das ist ein bisschen Schnickschnack, aber es bleibt halt auf dem Auge drauf und es rutscht garantiert nicht in die Falten und es bleibt so drauf und bekommt es ganz leicht abgeschminkt. Und ich habe ja hier 2 Töne. Ich zeige euch auch mal den anderen Ton nochmal. Und das ist für mich so eine, ich sag mal, so eine bessere Variante, um auf dem Auge glitzerig zu sein. Es glitzert oder es, ja, ich würde sagen, der glitzert noch mehr wie der hier. Der glitzert gar nicht so doll. Der wirkt in der Kamera eher so, dass er schimmert. Schimmert auch ein bisschen. Aber er schimmert elegant. Das ist nicht so ein, ich muss das mal so aussprechen, so ein Altmacher. Das sieht wunderschön aus. Und ich zeige euch jetzt mal ein Auge so und ein Auge so und dann sagt ihr mal, was ihr besser findet. Es geht eigentlich nur, ja, es geht schon auch um das Produkt. Das kann ich ja nicht bestreiten. Aber da komme ich jetzt nicht mehr drum herum. Es geht um dieses Produkt Danessa Myrix, dass das so toll ist auf dem Auge. Einfach ein Tipp. Eigentlich wollte ich ja gar nicht auf die Produkte eingehen, aber jetzt komme ich hier gerade nicht drum herum. So, ich mache mir jetzt so ein ganz kleines, das ist halt so wahnsinnig ergiebig, ein ganz kleines Mini-Würstchen. Und da gehe ich einfach mit dem Pinsel jetzt so rauf, nehme die Farbe mit dem Pinsel so auf und mache mir das jetzt auf das abgepuderte Auge. Ihr braucht da nicht unbedingt eine Lidschattenbase, braucht ihr nicht. Einfach nur das Auge so ein bisschen fettfrei bekommen, entweder mit einem Tuch oder ihr macht so ein bisschen Puder rüber. Zauberpuder natürlich. So, und jetzt mache ich mir das aufs Auge und dann seht ihr mal, wie einfach das ist und wie toll das ist. Und da habt ihr Glitzer, da braucht ihr wirklich überhaupt keine Angst haben, dass das ins Auge rutscht. Das ist wunderschön. Ich lasse hier so ein bisschen hell, ne? Ich darf das nicht zu sehr an die Nase ran machen, sonst sieht das bei mir ganz, ganz komisch aus. Ich gehe aber so ein bisschen hoch. Ich gehe hier bis nach oben. Wenn ihr das Auge öffnet, dass ihr da noch so einen ganz kleinen Strich seht. Und immer das Auge locker lassen. Ich gucke auch immer oft so in die Kamera. Und wenn ich den locker lasse, sehe ich meinen Lidschatten selber gar nicht mehr. Jetzt habt ihr Glitzer auf dem Auge, der nicht in die Falten rutscht, der richtig schön aussieht und der den ganzen Tag, den ganzen Abend so bleibt auf jeden Fall. Also ich glaube, der würde auch eine Woche so drauf bleiben und würde sich nicht verändern. Und ich finde, das ist so einfach. Das ist einfach ein Produkt für ein Auge und sieht wunderschön aus. Wenn ich jetzt noch Lidstrich machen würde oder nur hier unten und dann noch Mascara, Bombe. So, und ich zeige euch jetzt auch noch mal den anderen Ton. So, ich nehme mir jetzt noch so ein bisschen
Bronzer, dunklen, das ist ganz dunkler Bronzer, der ist total schön. Und damit mache ich mir noch mal so ein bisschen hier die Augen. Könnt ihr das auch noch mal sehen, wenn ihr möchtet? Ich gehe hier an der Seite so ein bisschen hoch. Zu einem richtigen Schnickschnack-Video gehört auch ein ordentlicher Lippenstift. Dann kann man, oder wenn man sich die Lippen so ein bisschen voller schminken möchte, kann man halt auch so ein bisschen Concealer nehmen. Bisschen schöner aus. So, aber darum geht's. Das erkläre ich auch noch mal in dem anderen Video. Jetzt muss ich erstmal hier Frisur machen. Ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen Mut machen, mal auch was auszuprobieren oder was zu verändern oder auch was anders zu machen. Schaut bitte auch unbedingt mein Sonntagsvideo, weil das nochmal so die Basis. Das ist ja eigentlich müsste der Teil heute danach kommen. Aber ich habe halt den Sonntag habe ich so das Hauptvideo und heute habe ich so das zusätzliche Video. Produkte bekommt ihr bei Pursh, wenn ihr möchtet. Und ja, ansonsten schreibe ich alles in die Videobeschreibung. Eigentlich ging es ja nicht um die Produkte, aber wenn ihr das jetzt haben möchtet, ich könnte das ja verstehen. Dann gibt es das bei Pursh. Ja, ich wünsche euch jetzt einfach alles, was ihr euch auch wünscht. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Ich, auch wenn das manchmal nicht geht, ich weiß, ich nehme mir auch vieles zu Herzen und denke so, es kann nicht wahr sein. Ja, manchmal ist das einfach so, dass die dann ihre Probleme oder ihre Sorgen einfach auf andere übertragen. Warum auch immer. Nimmt es ihr nicht krumm. Ich versuche es auch jeden Tag aufs Neue. Ja, wenn ihr möchtet, fühlt euch von mir ganz lieb gedrückt. Und ich wünsche mir natürlich, dass ihr Sonntag auch dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch alles, was ihr euch auch wünscht. Ich sage Tschüss. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.